wir zusammen. Die Freunde sind für alle Fälle. Los, hoch mit euch! Es ist schon 5 Uhr! Na toll, weck uns doch gleich mit einem nassen Lappen. Ist das so eine Art Feueralarmübung oder wolltest du einfach mal deine böse Seite ausleben? Mom ist verreist und Kleopatra muss morgens um 5 gemolken werden. Wann gewöhnt ihr euch denn endlich an das Landleben? Morgens um 5 aufzustehen, nennst du Leben? Hübscher Schleier, altmodisch. Doch so etwas für eine Kuh? Wir betrachten Kleopatra eben auch als Familienmitglied. Sie riecht strenger als Dylan, nervt aber weniger. Also, der Eimer und der Melkschemel stehen hier. Saures Stroh liegt mehr als genug rum. Und das Melkgeschirr haben wir hier. Fehlt bloß noch eins, die Kuh nämlich. Wo ist sie? Kleopatra ist verschwunden. Vielleicht ist sie ja von Außerirdischen entführt worden, denen auf ihrem Planeten die Milch ausgegangen ist. Ist ja eine tolle Theorie. Auf jeden Fall steht fest, dass sie irgendwann in den frühen Morgenstunden verschwunden sein muss. In den sehr, sehr frühen Morgenstunden. Und sie ist nicht einfach ausgerissen. Das Seil hier wurde durchgeschnitten. Von einem außerirdischen Laserstrahl. Das muss von der Kleidung des Diebs stammen. Eine Faser oder sowas. Ein Roboter in langen Unterhosen. Kann es sein, dass du noch immer träumst? Na, das will ich doch schwer hoffen. Das stammt von einem Eis am Stiel. Eis am Stiel? Ich bin hellwach. Erdbeersorbet, nein, Himbeer. Komisch, dass da überhaupt kein Markenname draufsteht. Wir haben eine Menge Spuren, denen wir nachgehen können. Und ich weiß auch, womit wir anfangen. Wie wär's mit Ausschlafen? Kirin, Kinderchen, hallo! Wachtmeisterin Stubblefield, Tante Georges Kuh ist gestohlen worden. Sekunde, ich hab sie gleich. Das war der Arm des Gesetzes. Interessant, in letzter Zeit sind eine Menge Kühe verschwunden. Das Seil wurde durchgeschnitten und wir haben einen roten Fussel und einen Eisstiel gefunden. Wollen Sie den Fall denn gar nicht näher untersuchen? Doch, ich werde gleich die Ermittlungen aufnehmen. Sobald ich von meiner Piratenroman-Fanversammlung zurück bin, die hat oberste Priorität. Und bis dahin passt ihr, wie besprochen, auf meine Nichte Victoria auf. Hi, Victoria. Ich babysitte gern. Kannst du auch schon ganz große Blasen machen? Ach, ich glaube, das sollte ja heißen. Ich muss los. Fantastico, der Taumann auf den Buchtiteln gibt ein Seminar über glutvolle Blicke und wie man sie anwendet. Oh, fantastico. Heute wird dein glutvoller Blick auf Lady Stubblefield fallen. Oh, sieh dir mal die Puppen an, Victoria. Ich spiele gerne mit Puppen, weil man dabei die tollsten Geschichten erfinden kann. Das sind Tyler und Sky. Sie wurden von einem Popstar-Duo adoptiert und sind tagsüber Kinderfilmstars und Superhelden, wenn es Nacht wird. So ein Schwachsinn. Oh, ich fand die Idee gut. Was soll's, dann denk dir eben selbst irgendwas aus. Sei kreativ. Ellie, du bist doch unsere Textilexpertin. Das ist Kunstfaser, ziemlich minderwertig, nicht atmungsaktiv. Ich kenne mich da eben aus. Ich finde keine Firma, die Rugbybälle auf ihre Eisstiele druckt. Wir müssen einen Eis am Stielfachmann fragen. Worauf wartest du? Schieß einfach los. Jemanden, der sowas herstellt, nicht der es verdrückt. Wie wär's mit Mr. Goose? Seine Fabrik ist ganz in der Nähe und er bietet sogar Führungen an. Ich sollte mir doch was ausdenken. Und ich habe mir ausgedacht, dass in dem Haus böse, reiche Leute wohnen. Ich hab's abgerissen, um ein Krankenhaus für die Armen zu bauen. Finde ich besser als diesen Superheldenquatsch. Und jetzt stelle ich mir vor, die Puppen sind Engel, die fliegen können. Wow! Flieg, der Engel! Flieg! Au! Au! Ah, das nenne ich schwere Lektüre. Cool.
alles für umsonst. Das ist der wunderbarste Ort auf der ganzen Welt. Hier gehe ich nie wieder weg. Ups, entschuldige. Ist schon gut. Ich habe ja nur 4 Monate dafür gespart. Sieht besser aus als vorher. Kostüme! Klasse! Max, du bist die hübsche Schäferin. Wahre Männlichkeit beweist, wer mit so etwas kein Problem hat. Hat auch. Du siehst für mich eher wie Peter Pan mit Häubchen aus, als wie eine hübsche Schäferin. Doch wenn du Eiscreme magst, bist du hier trotzdem richtig und willkommen. Mr. Goose, dürfen wir Ihnen vielleicht ein paar Fragen stellen? Damit habt ihr mir doch schon eine gestellt. Der ist unheimlich. Oh, Victoria, guck mal. Eis zum selber aussuchen und sogar Schokoladensirup. Kann man damit auch Sachen verzieren? Natürlich, sei kreativ. Die Kuh meiner Mutter wurde gestohlen. Sind ihre vielleicht auch verschwunden? Glücklicherweise nicht. Sie sind alle in der Scheune, um fleißig Milch zu geben. Wir haben diesen Eisstiel und... Schön für euch. Bestimmt seid ihr sehr stolz darauf. Wir haben uns gefragt, ob Sie das Rugbyball-Logo kennen. Bedauerlicherweise schon. Die Rugby-Stiele gehören zu einer Werbeaktion meines Konkurrenten Wally Caldwell. Der ehemalige Rugby-Spieler? Er musste wegen einer schweren Knieverletzung aufhören und war wohl stinksauer deswegen. Und er ist immer noch sauer. Jedenfalls hat er hier eine Eisfabrik eröffnet. Aber wenn er mich fragt, soll der Kerl sich nach Timbuktu verziehen? Warum das denn? Und wo liegt Timbuktu? Er ist vollkommen gewissenlos. Wer beim Rugby absichtlich Schienbeintritte austeilt, der benutzt auch ranzigen Rahm fürs Vanilleeis. Ihm traue ich alles zu. Warum sollte er Kühe klauen? Wegen der Milch etwa? Natürlich. Wisst ihr nicht, dass Milch immer teurer wird? Und ohne Milch keine Sahne und ohne Sahne kein Eis, ist doch logisch. Und Timbuktu liegt in Westafrika. Guck mal, eine Schokoladenhandtasche. Ja! Was hast du da angestellt? Du hast gesagt, ich soll kreativ sein und Sachen mit dem Schokosirup verzieren. Oh, okay, schon gut. Bitte nicht weinen. Hör zu, du darfst nicht alles, was ich sage, so ernst nehmen. Das tut keiner von uns und wir wissen auch, warum. Wir sollten diesem Wally Caldwell mal einen Besuch abstatten. Wäre möglich, dass er eine Weile auf die Strafbank gehört. Ellie, darf ich deine Handtasche abschlabbern? Danach ist sie so gut wie neu. Du wirst sehen. Caldwell macht jetzt die Tür auf. Kinder und Köter, die davor stehen, sind ihm unbekannt. Und oh, er sieht nicht erfreut aus. Wir möchten uns mit Ihnen über ein paar Kuhdiebstähle unterhalten. Kriege ich ein Autogramm? Schreiben Sie einfach für meinen Freund, den Höchstbietenden. Ich habe ein Geschäft zu führen und keine Zeit, mich mit Kindern abzugeben. Oh, abseits! Caldwell zeigt Ihnen die gelbe Karte. Zu Halloween sollte er ein Warnschild aufstellen. Kinder unerwünscht. Ich will wissen, wie einer seiner Eisstiele in Kleopatras Stall gekommen ist und warum er nicht mit uns reden will. Hat er doch gesagt, wir sind im Abseits. Abseits oder nicht? Ich sage, wir sehen uns jetzt da drin um. Vielleicht versteckt er Kleopatra in seiner Scheune. Ich hab solchen Durst. Krieg ich was zu trinken? Na gut, aber sei diesmal nicht kreativ. Das war ich nicht! Der Schlauch ist von allein kreativ geworden! Er tut, als sei er eine Schlange! Böser Schlauch! Dem Schlauch tut es leid und er hat versprochen, sowas nie wieder zu machen. Wachtmeisterin Stubblefield braucht überhaupt keinen Babysitter. Die ausbruchssichere Zelle auf dem Revier wäre die viel bessere Lösung. In der Scheune gibt es reichlich Kühe, massenweise Fliegen und noch mehr Gestank. Aber keine Kleopatra. Okay, Victoria, bleib ganz ruhig stehen und sei mucksmäuschenstill damit. Okay.
sind Bullen immer so aggressiv? Wahrscheinlich machen sie zu wenig Urlaub. Oder habt ihr schon mal einen Stier am Strand liegen sehen? Das Gatter war zu, als wir hier ankamen. Jemand hat den Bullen absichtlich auf die Weide gelassen. Und ich schätze, ich weiß auch, wer dieser jemand war. Caldwell wollte uns loswerden. Was hat er für ein Problem? Was könnte er verbergen? Caldwell wagt einen Durchbruch und jetzt kann ihn niemand mehr aufhalten. Mir reicht's. Wird Zeit, dass wir uns diesen Kerl vorknöpfen. Ich will aufhängen! Das mit dem Fliegen wird schwierig, aber abstürzen dürften wir locker hinkriegen. Welche Richtung, Timmy? Willkommen bei Konstantins Minigolf. Ha, ha, ha. Viel Spaß beim Gnücken. Minigolf, ich will... Psst. Nachher, wenn du jetzt ruhig bist. Hör zu, Talef. Du wirst hier ab jetzt nur noch Eis aus meiner Fabrik verkaufen. Und zwar ausschließlich. Caldwell erzielt ein Tor. Konstantin verkauft Eis von Mr. Goose. Und hat keine Angst vor rotbärtigem Mann mit platter Nase. Ich bekomme immer das, was ich will. Und ich will von dir, dass du mein Eis verkaufst. Wenn ich nächstes Mal herkomme, werde ich nicht so freundlich sein. Von hier können Sie uns nicht verjagen. Und jetzt beantworten Sie uns ein paar Fragen. Aber wir wollen doch nur wissen... Aber Sie... Warum? Der sollte auch mal am Strand Urlaub machen. Oder in den Bergen und jodeln lernen. Wir müssen diesen Kerl im Auge behalten. Trotzdem sollten wir noch andere Höfe überprüfen. Aber erst morgen, heute. Ellie hat gesagt, ich darf Minigolf spielen. Sie hat gesagt. Ist ja schon gut. Eine Runde und dann gehen wir heim. Okay, Bahn Nummer 1. Der Ball muss über die Zugbrücke, durch die Burg und dann in das Loch hier drüben. Konstantin macht jetzt Feierabend. Freut sich auf schönes Schaumbad mit Gummientchen. Ich brauche noch einen Versuch. So, sauber eingelocht. Können wir jetzt gehen? Ich brauche noch einen Versuch. Konstantins Minigolf, ha, ha, ha. Viel Spaß, Vergnügen beim Spiel. Konstantins Minigolf, ha, ha, ha. Viel Spaß, Vergnügen beim Spiel. Ist das gewesen? Ist ja cool. Konstantins Minigolf, ha, ha, ha. Viel Spaß, Vergnügen beim Spiel. Ist alles in Ordnung, Konstantin? Mit Sack über Kopf, Konstantin ist klar geworden, dass er dringend Shampoo mit anderer Duftnote braucht. Abgesehen davon, alles ist bestens. Das würde ich nicht sagen, Konstantin. Du bist ausgeraubt worden. Oh. Konstantin, darf ich mir etwas zu trinken aussuchen? Sicher, blondzopfiges Mädchen. Das Geld hatten sie es offenbar nicht abgesehen. Aber worauf dann? Vielleicht sind es buddhistische Zen-Einbrecher, denen materielle Dinge nichts bedeuten. Was haben die dann hier gesucht? Frieden? Innere Ruhe? Zwiebelringe? Es nur fehlt Vorrat von neuem Rotkäppchen-Fliegenpilzeis. Das ist eine Sorte von Mr. Goose, hab ich recht? Hey! Caldwell wollte Konstantin verbieten, Eis von Mr. Goose zu verkaufen. Alles leer! Oh, Blondzopf muss gewesen sein, halb verdurstet. Killing Kinder, bitte Rechnung sofort bezahlen. Konstantin leider nicht kann einschreiben. Hey, warum hast du nicht gesagt, dass du eine Überwachungskamera hast? Konstantin nicht mag Kamera. Bei jeder Aufnahme Konstantin immer sieht 10 Jahre älter aus. Caldwell! Nein, warte. Caldwell hat sich bekanntlich das rechte Knie verletzt, aber der humpelt mit dem linken Bein. Sein Bart ist unecht. Und
er hat dieselbe Farbe wie der Kunstfaserfussel, den wir gefunden haben. Kein Wunder, dass ich ihn nicht zuordnen konnte. Also will jemand Coldwell die Sache in die Schuhe schieben. Und ich denke, ich weiß auch schon, wer. Gefunden. Und die Übereinstimmung ist perfekt. Guten Morgen, Lebkuchenmann. Gussalam, ihr seht euch in der Scheune um und ich lenk ihn ab. Wie geht's denn der Lebkuchenfrau und den kleinen Lebkuchenkindern? Yo, Mr. Goose. Man nennt mich Simon, ich stehe aus Reimen und auf Eis von Mr. Goose. Es macht mich so cool, das haut dich vom Stuhl und die Socke dir vom Fuß. Keine Kleopatra. Alle diese Kühe haben das Gußbrandzeichen. Victoria, hör auf der Stelle auf damit. Ich will nicht aufhören und ich soll das, was du sagst, doch nicht ernst nehmen. Ich nehme Ellie nicht ernst. Ich nehme Ellie nicht ernst. Das hätte sie ernst nehmen sollen. Voller Eierpampe. Das ist eine Kuhweide. Was du Eierpampe nennst? Dürfte von einer Kuh stammen und Milch ist es nicht. Nennt mich ein Stadtkind, aber warum schleppen die Futtersäcke aus dem Kuhstall raus? Vielleicht machen die Kühe eine Fastenkur. Kleopatra! Hallo, meine Dicke! Die haben alle möglichen Brandzeichen. Das müssen die gestohlenen Kühe sein. Jetzt kennen wir den wahren Übeltäter. Was muss ich denn da für üble Geschichten hören? Redet ihr etwa von mir? Was dachtet ihr, wie lange ich das grässliche Gejaule von eurem Freund aushalte? Sie haben Kleopatra gestohlen. Ich habe mir ihren Quartalsbericht angesehen und sie haben Riesenverluste gemacht. Sie brauchen Gratismilch, um nicht pleite zu gehen. Und Caldwell sollte ihr Sündenbock sein. Das habt ihr euch ja hübsch zusammengereimt. Und wisst ihr was? Ihr habt recht. Los, schnappt sie euch! Das ist doch ein Trost. Hey! Molly, Alistair, lasst sie ja nicht aus den Augen. Kein Grund zur Sorge. Ich versichere Ihnen, die Lieferung wird pünktlich eintreffen. Pünktlich wie die Melker, oder waren das doch die Maurer? Wow, der hat locker 4 Karat und ist lupenrein. Ich kenne mich mit Stoffen und mit Schmuck aus. Naja, und ein bisschen mit Astrologie, aber das spielt jetzt keine Rolle. Das muss die Lieferung sein, von der er gesprochen hat. Er schmuggelt Diamanten in seine Eiscreme. Nur in den Packungen, die wir vorher mit einem Rotkäppchen gekennzeichnet haben. Und einem Fliegenpilz. Lassen Sie mich raten. Eine Lieferung ist versehentlich Konstantin verkauft worden und Sie mussten sie wieder beschaffen. Ihr Kinder seid wirklich noch schlauer als die 3 kleinen Schweinchen, aber nicht so schlau wie der gute alte Mr. Goose. Denn bald habe ich noch eine andere Eisspezialität auf Lager. Euch! Ich will aber keine Eisspezialität werden. Es tut mir leid, dass ich gebrüllt habe. Ich bin schuld, dass er uns erwischt hat. Warum funktioniert das Ding denn jetzt nicht? Ich muss erst die Automatik abschalten und den Drehknopf 3 Sekunden gedrückt halten. Dann kann ich umschalten auf tödlich. Sehr gut. Bewegt eure Lebkuchenhintern und verfolgt sie. Ich suche den Diamanten. Ich will nicht von den Kuchenmännern gefressen werden. Ich verspreche euch, ich werde von jetzt an immer ganz artig sein. Gebt dir dieses Versprechen für morgen auf. Und hau jetzt noch mal richtig auf den Putz. Wenn du drauf bestehst. Was soll denn das werden? Ganz einfach, wir machen Lebkucheneis. So wie es aussieht, waren die Kühe auch nicht gut auf ihn zu sprechen. Ich rufe die Polizei. Die sollen den Kerl abholen kommen.
Cleo, du hast nie ein Brandzeichen gekriegt, weil das sicher wehtut. Also müssen wir dich anders kennzeichnen. Dieser Permanentlippenstift ist wischfest, wasserfest, kussecht und passt zu deinen Augen. Na, wie gefällt dir mein Kuh-Smiley? Sehr gute Arbeit, Kinder. In diesem Kleid sieht sie irgendwie ein bisschen befremdlich aus. Seien wir ehrlich, das Kleid kann nicht wirklich was dafür. Kinder, diese Piratenroman-Fanversammlung werde ich nie vergessen. Fantastico hat mir ein Autogramm gegeben, also habe ich ihn fest umarmt und ihm drei Rippen gebrochen. Aber er wird durchkommen. Was ist mit Mr. Goose? Oh, er hat gestanden. Alle Kühe hier in Falcon Gate sind dank euch ab heute wieder sicher. Mach's gut, Victoria, und sei schönartig. Das ist sie doch immer. Du kannst sie jederzeit wieder babysitten, wenn du möchtest. Das muss nicht sein. Ich denke, ich kläre in meiner Freizeit lieber ungelöste Verbrechen auf. Oh! Kommt schon, Leute, Gruppenumarmung. Verbrechen aufzuklären ist auch nicht so gefährlich wie babysitten. Das Leben kann toll sein. Sag, bist du bereit? Ich hab so ne Ahnung, jetzt ist es soweit. Sind wir Freunde für alle Zeiten? Die Antwort ist ja. Halten wir für immer zusammen? Die Antwort ist ja. Freunde sind wir für